Also heute sind wir hier in Frankfurt präsent. Ich habe hier ein Baba-Spiel organisiert. Heute spielt Ghana gegen Kongo. Das ist ein sehr, sehr krasses Spiel, wie ihr sehen könnt. Es sind auch sehr, sehr viele Leute da. Und das Spiel, es geht wirklich um Leben und Tod. Ich meine es ernst, weil die Sache ist wirklich am Dampfen. Und, ja. Die Gegner sind heiß. Ghana, das heißt Kongo, das heißt sogar die Zuschauer sind heiß. Komm mal, Deko, Deko, komm mal. Deko, Ghana, boy. Ghana, boy. Ghana. Was? Komm mal, heute, Prognose, Kongo, der hat Mütter gefickt. Wallah, einmal liken, abonnieren, folgen. Wallah, wisst Bescheid, Youngboy MD. Und deine Kommentare zu machen. Auf jeden Fall, wie denkt ihr hier? Ich mache hier Rondo, Rondo. Das sind die Bankspieler, aber die Kochspielereien sind auch sehr, sehr heiß. Ja, komm mal mit. Zeig kurz, die Stamm öffnet, die Stamm. Ah, wir müssen auch mit dem Betreuer reden. Hey, Betreuer. Emma, Emma. Das war wie ready seid ihr? Hallo Bruder, wo? Ich wäre gar nicht zu groß und zu viel ideiert. Das ist nur unsere Bank, weißt du? Das ist unsere Bank. Top 10 sag ich jetzt mal. Das war das Top 10? Ja, XI, World Class Pro. Ich will nicht zu viel versprechen, nicht zu groß, nicht zu viel reden, aber ich glaube, ihr seht hier das Engagement und das wird auf jeden Fall auch an das Ergebnis oder an dem Ergebnis widerspiegeln. Okay, ich will. Ja. Und willst du noch reinkommen oder willst du was zeigen? Ja, das auf jeden Fall. Willst du was zeigen? Nur wenn das Spiel unter Kontrolle ist, komm ich rein, weil die Lunge ist nicht mehr so aktiv. Weißt du? Aber zeig mal den Übersteiger, Bruder. Lass ich einmal sehen. Nein, nein, Savi. Savi, geil, komm. Auf jeden Fall hier, in 20 Minuten fängt's an. Oh, jetzt mach den Schuss, Savi. Da kommen wir auch gleich nochmal zuschauen. Bleib nur, ja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt auch kurz zu Kongo. Abchecken, was mit denen so abgeht. Zeig mal, was die gerade machen. Karte ist so ziemlich schmal im Gegensatz zu Ghana. Mit Ghana sind es 22 Leute oder so. Ich glaube, wir haben 11 Leute. Naja, können wir schlecht stören, aber man merkt, die sind alle heiß. Alle, ich hab Bock. Ich bin ziemlich stolz darauf, was hier jetzt alles entstanden ist. Ich möchte bei jedem bedanken, der mitgeholfen hat. Wie ihr seht, ist ziemlich groß geworden. Ich würde es gar nicht so groß haben, aber war das cool geworden. Hoffentlich wird es ein krasses Spiel. Und beim nächsten Mal will ich einen Afrika Cup haben. Schreibt mir alle auf Instagram. Egal aus Hamburg, NRW, Baden-Württemberg, kommt alle hierher nach Frankfurt. Ich mache einen Baba Afrika Cup. Sehen, korrekt. Be Almighty Street Beat. Heute zu dein ernstes Spiel. Weil das für dein ernstes Spiel. Ein ernstes Spiel. Es gibt nicht diese Palaver hier mal hier. Wer diskutiert mein Geld? Oder wo? Fliegst du, Bruder? Fliegst, Walla. Deswegen. Ohne so, jetzt unser Linienrichter. Und? Aus Kamerun, weißt du, was ich meine? Keine halbe Sache. Auf jeden Fall bist du ready auf die Spiel. Ich bin ready. Ich bin schon aufgeregt.
Ich weiß, guck mal, Kongo wäre ein Team, die werden verlieren. Ich hatte große Hoffnung, als ich hergekommen bin. Kongo sieht gar nicht gut aus. Ja. Wir haben das immer 30 Mann oder so. Weil er keine halben Sachen. Sieht nicht gut aus. Aber es wird ein klassisches Spiel. Sehr, sehr spannendes Spiel. Ich hoffe, du hast auch alles unter Kontrolle, Bruder. Oder ich bin ab, Bruder. Ich bin so präsent. Direkt hier. Der Schiedsrichter, Walla, hat alle Karten. Bobby Dick. Der ist da. Ey, das ist Bobby, ne? Ich check das nicht. Bobby Dick. Leute verstehen noch nicht, Bruder. Bobby Dick. Aber ihr werdet mich noch kennenlernen. Tschüss. Walla. Wir gehen weiter. Also wie schon gesagt, das habe ich in kurzer Zeit aufgeklärt, dieses Spiel hier. Ich habe es gemacht, damit wir diese Black Beauty ein bisschen zusammenbringen. Und einfach, ihr seht, was wir erreicht haben. So, es sind Leute aus NRW, aus Hamburg, aus Baden-Württemberg, überall hergekommen, heute mit diesem Spiel. Ich bedanke mich jetzt schon bei euch, vielen Dank. Und ansonsten, ja man. Achso, wir kaufen noch Essen, Getränke dort hinten, Musik, alles da. Und Interview, was sagst du zum Spiel? Was sagst du zum Spiel? Sehr gut, sehr spannend, sehr spannend. Geht weiter. Stay blessed. Was sagst du zum Spiel? Was sagst du? Bruder, gutes Spiel, gutes Spiel. Du weißt ja, was soll ich dir sagen? Es sind viele gute Spieler da, die ihre Qualität zeigen. Aha. Ja, auch mal gucken, wie es am Ende aussieht. Yeah!
Was wissen Sie? Es geht nicht. Walla, ich nehme es zu ernst, Bruder. Jeder Körperkontakt ist so, Bruder, es war voll, gib ihm rot. Check so, Allah, Bruder, das kannst du nicht machen. Aber egal, du guckst jetzt auf Peter schießen, der verletzte Schwanz. Auf jeden Fall, das Spiel ist jetzt 5-5 aufgegangen, jetzt gibt es ein fettes Elfmeterschießen. Wir müssen uns beeilen, Digga, wir müssen uns beeilen. Komm mit. Schau, zeig mal bitte, was hier gerade abgeht. Zeig mal bitte, was hier viele Leute. Ey, just your track today.